Olaf hat vorhin von der Venus geredet. Gabriela ist die Venus und bringt uns dementsprechend die Gnosten auf ganz venusische Weise bei. Das war übrigens der erste Vortrag, den ich von dir gehört habe in Linz, nee, in St. Georgen, St. Georgen. Sie, die Aphrodisiaka, das war ein Feuerwerk an Ideen, was man alles mit Aphrodisiaka anstellen kann. Und sie hat mir diesen wunderschönen Liebesapfel oder die Quitte geschenkt und an der riechen wir, während wir ihr zuhören, das ist ganz sicher. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Danke an Margaret für die Einladung und für diese wunderbare Veranstaltung für Frauen und für Männer. Also es ist heute ein spannendes Thema für uns. Also die Gnosten sind ein Thema, das mich selber immer wieder berühren, mit dem ich mich immer wieder verbinde, bevor ich spreche. Weil Gnosten so ein spezieller, so ein besonderer Pflanzenteil sind, dass ich glaube, keiner von uns so richtig kalt lassen. Ich möchte mich kurz vorstellen, das habe ich Margaret versprochen, ich stelle mich selber vor. Ich bin Naturpädagogin, der Fokus meiner Arbeit ist in Naturbildung und die Hautökologie. Ich arbeite sehr intensiv im Bereich der historischen Naturheilkunde. Also das ist auch ein Thema, warum ich mich mit der Gnosten befasse. Es gibt auch einen Lehrgang Grüne Kosmetik Pädagogik. Mein Ansatz ist interdisziplinär und transkulturell, weil ich aus einem anderen Kulturkreis komme. Also ich bin in Rumänien geboren, ich wohne derzeit in der Nähe von Wien und ich bin auch Buchautorin mehrerer Bücher. Einer davon ist das Thema Knospen. Auch das hat etwas mit meiner Herkunft zu tun. Und zwar, ich habe alle meine Kräuterausbildungen in Österreich besucht und es hat mich immer überrascht, dass wir niemals über das Thema Knospen gesprochen haben. Das Pflanzenjahr hat immer bei den Blüten, bei den Blättern begonnen, aber niemals mit der Knospe. Und ich wusste, dass meine Familie wesentlich mehr Verbindung hatte zum Thema Knospen und ich begab mich auf der Suche. Ich habe damals nicht so viele Informationen gefunden, also das heißt, ich bin Step by Step seit vielen Jahren, also mittlerweile sind 7 Jahre, seitdem ich mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema befasse. Und es ist ein Ansatz zu eine neue Sicht auf der Knospe gekommen, zusammengekommen. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich kann noch einmal dieses Schwerpunkt, nämlich die Weiblichkeit, ausarbeiten. Nun, was erwartet uns heute? Wir werden über das Thema Gemotherapie, das steht in dem Fokus, Gemotherapie für Frauen. Wobei wir werden heute auch in einen Exkurs machen in das Thema Weiblichkeit. Also das heißt, wir verbinden das Thema Gemotherapie mit anderen Ansätzen. Wir werden über Knospen und Frauen sprechen, also über das Wirkungsprinzip, über Knospen und Bäume und auch über die Anwendungsmöglichkeiten der Knospen. Ich bin übrigens überzeugt, Sie kennen alle diese Pflanzen, die ich jetzt zeige. Und das wissen Sie, welche Knospe das ist? Das ist das Spannende daran, die Knospen sind die großen Unbekannten der Natur. Das ist ein Zitrusgewächs. Wenn wir wissen, dann sehen wir sie auf einmal. Und das ist genau das Spannende, was die Knospen uns lernen. Sie lernen uns neu zu sehen. Das heißt, in den kleinen Bereichen der Natur einzutauchen. Achtsamkeit, ja, also die feinen Töne der Natur wieder zu entdecken. Die Knospe bildet sich zu einem Zeitpunkt, wo der Baum noch sein Laub trägt. Und da ist fast unmöglich für ein ungeübtes Auge überhaupt die Knospe zu sehen. Weil wir sind so fokussiert auf die Blätter, auf die Früchte, auf die Blüten vielleicht. Ja? Das heißt, wir müssen wieder lernen, in eine völlig andere Dimension hineinzutauchen. Und dazu lade ich Sie heute ein. Was wir hier sehen, ist ein Querschnitt durch einen Lorbeerstängel. Das ist mit einer Knospe. Und da sehen wir ganz genau, was eine Knospe ist. Die Knospe ist, ein Fortsatz der Mutterpflanze. Also es bildet sich immer aus der Mutterpflanze heraus. Und das hat etwas tief Weibliches in sich, also dieser Ebene. Das heißt, sie bleibt verbunden mit der Mutterpflanze. Knospen dienen übrigens den Bäumen, selber zu wachsen, selber sich zu verlängern, in der Breite, in der Höhe zu wachsen. Hier sehen wir einen Längsschnitt durch eine Rostkastanienknospe. Das ist eine wunderschöne Aufnahme, weil wir sehen, was die Knospe in sich trägt. Sie ist bereits ein Minibaum in fertiger Form. Wir haben alle zukünftigen Pflanzenorgane sind bereits ausgebildet. Ja, also sie sind wunderschön verpackt, also ganz kunstvoll in dieser unglaublich schönen Hülle.
Das heißt, die Knospen sind Sprossen im Embryonalzustand. Sind sie noch nicht lebensfähig, deswegen müssen sie geschützt werden, wie Mutterbauch. Und sie bilden sich an der Vegetationspunkte der Pflanzen. Also das heißt, sie sind immer da, wo das Leben in der Pflanze pulsiert. Ja, also da entsteht die Knospe. Und sie sind natürlich umhüllt in Schutzblätter. Es gibt einen Unterschied zwischen den Knospen der einjährigen Pflanzen und der Knospen der Bäume. Bei den Bäumen haben wir immer so ein ganz ein festes Mantel, meistens beharzt. Und bei den einjährigen Pflanzen ist dieses Mäntelchen eher so, ähnelt einem Sommerkleid. Das Thema Gemotherapie ist nicht neu, es ist aber jetzt in den deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren vermehrt im Bewusstsein gekommen. Tatsächlich hat sich diese Therapieform, das ist eine Phytotherapieform, in 1950er Jahren, nämlich in Belgien, begonnen zu entwickeln. Und zwar der Vater der Gemotherapie ist ein Arzt, den nennt sie Paul Henry. Und er hat nämlich die Gemotherapie zuerst als Phytoembryotherapie, wobei ich finde diese Bezeichnung viel treffender, weil die Bezeichnung Gemo kommt von Gema, das bedeutet nichts anderes wie Knospe.